Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und einer neuen Aufnahmesession zu Pokémon Go. Nicht Pokémon Go, Pokémon Feuerrote Edition, verdammt. Das war gerade eben genauso in der vorherigen Aufnahme, die ich versucht habe anzuschneiden, aber dann hat alles mögliche rumgespackt. Dann hat Skype aufgemuckt mit Nachrichten und Steam und deswegen dachte ich erstmal, komm, machst eine neue Aufnahme. Ich hab nur die hier angesprochen, was sagt die nochmal? Gerücht zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay, weißt du Bescheid, ne? Pipi sind Aliens, Mond, das ist auch super. In den letzten Tagen konnte ich gar nicht aufnehmen. Ich weiß erstmal noch nicht, was ich machen soll. Ich glaube, weil wir haben Rocco ja besiegt in der letzten Folge, den Felsorden haben wir bekommen. Und ich glaube, ich bin noch so ganz leicht heiser. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen hört oder nicht, aber ich bin ein wenig heiser wegen der Gamescom noch. Aber ich dachte mir, ja komm, nimm's jetzt nochmal wieder auf. Boah, mein Hals, ne? Boah, das ist heftig. 4 Tage Gamescom ist schon heftig. Also, wer das mal durchgemacht hat, vor allen Dingen, wer auch dann jeden Tag mit dem Zug und dem Bus da durchläuft und fährt, ist das da, der weiß, das ist heftig. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Und jeden Tag nur so 3-4 Stunden Schlaf, das ist heftig. Irgendwo muss ich doch bestimmt hin. Ich frag nochmal den Ollen. Hey, Rocco, wo muss ich hin? Es gibt hier verschiedene Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Pokémon-Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Okay, nach Azuria City müssen wir also. Sowas wie in eine andere Stadt gehen müssen. Habe ich mir schon fast gedacht, aber nicht genau in welche. Also nach Azuria City müssen wir. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Deswegen gucke ich erstmal. Was ist denn hier drin? Hier ist doch schon was Wichtiges. Was bist denn du für einer? Was für Kinder? 50 Cash, ja komm. So, ausnahmsweise. Ist das ein Museum, glaube ich? Oder sieht zumindest so aus. Aerodactyl, Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ah, okay. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Wow. Und das? Kabutops-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ach so. Okay. Ich hätte gern einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll es mir eines fangen. Ey, warum fängst du dir eigentlich kein Pikachu? Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Oh, okay. Space Shuttle. Keine weitere Beschreibung, einfach nur Space Shuttle, wieso nicht? Ein Wissenschaftler, was macht der? Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Okay. Weiß ich Bescheid. Mondstein, was ist daran so einzigartig? Ja, weiß ich auch nicht. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein, vielleicht ist es Mondstein, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Wow. Was für ein alter Mann. Wer benutzt denn heutzutage noch Farbfernseher? Ist so langweilig. Okay. Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Aha, okay. Weiß ich Bescheid. Glaube ich. Was ist hier drin? Nochmal. Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. Oh, ein alter Mann. Oder ein halbglatzköpfiger Mann. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es so schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, dennoch. Was heißt hier denn noch? Doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrene Trainern nicht gehorcht. Wenn wir noch nur ein paar Orden hätten. Bah. Nidoran, sitz! Nidoran! Nidoran. Ja, okay. Nidoran, männlich. Das muss man unterscheiden, das ist wichtig. So, was steht hier? Achtung, Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen, wenn sie sachdienliche Hinweise haben. Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City, okay. Oh, pff. Ich bin froh, dass ich dich erwische.
Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wusste... Ich kann nicht mehr lesen. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm es bitte. Cool, ich habe Turbo-Treter vom Assistenten erhalten. Das ist ja mal nice. Drück den B-Knopf, um zu rennen. Aber nur, wenn Platz ist. Nun, okay. Der muss jetzt Labor zurück, dann haben wir Turbo-Treter zum Rennen. Okay. Kurzer Test. Gleich. Ein Brief ist dabei. Hallo. Hier ein paar Turbo-Treter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Oh, wie cool. Man kann ja wirklich rennen. Hey. Was starrst du mich so an? Ich hab nicht gestarrt, ich bin vorbeigelaufen. Was bist du überhaupt für eine? Herausforderung von Göre Ricarda. Die schickt Taubsi in den Kampf. Ein Taubsi. Ha! 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 Taubsi, ja, nee, ist klar. Hier, da hast du eine Seifenblase. Du bist halb tot. Wow. Also dieses Taubsi ist echt wow. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und das waren schon alle Pokémon von der alten. Das ist genauso traurig. Ja komm, ich wechsle auch mal das Pokémon. Da würde ich auch mal ein Taubsi haben. So, Taubsi ging. Taubsi. Los, Ricarda. Hol dein scheiß Taubsi raus. Warum hat mein Taubsi eigentlich Flügel offen und sie ist nicht? Das ist irgendwie unfair. Windstoß. Weil ich glaube, das bringt nicht viel. Ah, geht eigentlich. Noch so eine Attacke und das ist weg, also. Solange es trifft, ist alles gut. Ach, ja, natürlich. Ja, solange es trifft. Der kann natürlich nicht treffen, weil der schlecht ist. Weil der nur Level 9 ist. Ich bin Level 11. Ich hab besseres Taubsi. So, das wäre dann auch erledigt. Und Erfahrungspunkte kriegt er dann. Das ist auch super. Ich bin gefährlich, ja, ich weiß. Ich weiß. So. Wollen wir doch mal schauen. Hier unten ist nichts. Ja, das war klar. Ach, der geht nicht aus dem Wald. Was für ein Wald? Wer ist das? Ich weiß, welcher Wald, aber wer ist das? Käfersammler Attila. Ist der etwa ein Hunne? Ach, egal. Ich zerstöre jetzt einfach. Und dann ist sie auch weg. Wenn er schon nach einem Tackle so eine fette Schadens... so einen fetten Schaden einkassiert, dann ist auch schon vorbei. Oh nein, ich habe eine geringere Initiative. Wie schade. Dann greife ich nicht als erstes an. Ist ja schade. Macht mich traurig. So. Da ist eine Wasserblase, Seifenblase, was auch immer. Ach, schon wieder Fadenschuss. Was hat der mit seinem scheiß Fadenschuss? Ja, ja, komm. Gib ihm. Ach, daneben ist aber auch scheiße. Ach, kann er mal aufhören mit seinem Fadenschuss? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich hau aber gleich mal entweder meinen Raupi oder meinen, was andere nochmal. War das ein Holly? War das ein Holly oder ein Radfratz? Ich weiß es nicht mehr. Rein, damit die auch mal gelevelt werden. Holly muss jetzt sein, okay. Ja. Was habe ich? Ah, ein Raupi und ein Hornleo. Okay. Dann nehme ich einen Raupi, weil das geringere Level ist. Und kurz bevor es abkackt, kann ich es endlich tauschen. Hauptsache es bekommt die Level. Und ja, ich werde kein neues fangen. Also nein, ich werde kein neues fangen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie mag ich das halt immer, das erste Pokémon der Art zu fangen, was ich von dieser Art begegne. Das heißt, das erste Raupi, was ich begegne, den werde ich halt, das werde ich halt fangen. Und das werde ich dann halt auch leveln. Das ist irgendwie so ein Tick von mir. Ich weiß nicht wieso, das mache ich halt immer. Oh nein, Giftstachel. Oh nein, Giftstachel. Kann der auch mal treffen? Ich
würde zumindest ein wenig Schaden gerne verursachen. Danke. Wow. Das war wirklich ein wenig Schaden. Ja, dann wechsle ich wieder zum Shahigi da. Damit ich dem jetzt den Rest geben kann. Hauptsache, die bekommen alle Erfahrungspunkte, das ist wichtig. Ach, Fadenschuss. Er kann zwei Attacken. Fadenschuss und Giftstachel. Was willst du? Gibt's ja nicht. Was nehme ich hier? Panzerknarre. Ja, ich wollte schon sagen, Panzerknarre. Ich kann echt nicht mehr lesen. Ich kann gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch ein Video von der Gamescom machen werde. Ich hatte eigentlich eins vor, aber ich muss mal gucken, ob das Videomaterial reicht, was ich da gemacht habe. Weil in den ersten zwei Tagen habe ich viel gefilmt, aber dann auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es für ein Video reichen wird. Ich muss mal gucken. Ja, Hobbys Level 5. Ja, ich wechsle mein Pokémon. Ich hole mein Raupi raus. Das ist zwar sehr unproduktiv, wie ich das hier mache, aber das ist jetzt auch egal. Los, Raupi, Tackle-Attacke. Au. So, jetzt wieder Pokémon. Diesmal mein Taubsi. Das muss ja auch noch gelevelt werden. Ist ja erst Level 11. Ja, komm. Mach doch. Ist mir doch egal. Initiative, wir brauchen sowas. Hier, Fadenschuss. Ach ja, schon. Das ist ja von dem. Egal, trotzdem. Er greift ja sowieso zuerst an. Das ist sein letztes Pokémon. Er greift zuerst an. Warum willst du überhaupt noch Fadenschuss machen? So, tot, fertig. Volltreffer. Und sehr effektiv, ja. Was glaubst du wohl? Wenn du die ganze Zeit Fadenschuss einsetzt, ist das jetzt auch deine Schuld. So, der Kiefersammler ist jetzt weg. Perfekt, perfekt. Und der Wario für Arme ist hier auch noch. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist, ja, warum auch? Warum trägst du auch Shorts, wenn überall Brennnesseln sind? Was ist das für einer? Herausforderung von Teenager Egon. Egon. Man nennt sein Kind nicht Egon. Das macht man nicht. Aber egal. Die Verteidigung sinkt. Na und? Du bist tot gleich. Da ist mir eine Verteidigung auch scheißegal. Bringt Aquaklare mehr? Ja. Noch niemals treffen kann der. Ja, Aquaklare bringt mehr. Dann mache ich Aquaklare einmal fett. Dann ist ja auch weg. Ja, Verteidigung wieder. Der hat's einfach drauf. Der weiß, wie man kämpft. Die wissen alle, wie man kämpft. Plöpp. So. Der wäre dann weg. Es könnte zum neuen Level reichen. Wie viel kriege ich? 100. Ah, das könnte knapp werden. Ah, sag ich doch. Rettan. Ein Rettan. Hier packe ich mal den Hornlio rein, weil ich weiß nicht, wie viel das Rettan austeilen kann. Ein Rettan brauche ich auch noch. Ich habe ja nur 4 Pokémon insgesamt. Deswegen brauche ich generell ein Rettan. Stachel, das kannst du. Okay. Verteidigung ist mir jetzt egal, wie schon gesagt. Komm, Giftstachel. Ich gebe wieder sowieso. Ich habe 4 Pokémon, du hast 1. Aber es ist nicht sehr effektiv. Egal. So, jetzt wieder Pokémon. Was hole ich diesmal meinen Taubsi wieder? Und dann müsste das gleich hochgegessen sein. Hoffentlich. So, Windstoß. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Ist aber. Ja, normal, ne? Solange der meine Verteidigung sinkt, ist doch alles cool. Bringt dem auch nicht viel. So, und jetzt noch eins und. Ja. Verteidigung sinken bringt auch nichts, wenn du tot bist. Weil dann machst du.
Entschuldigung, was war das jetzt? Einfach so ein Dingens. Das Problem ist, ich kann es, glaube ich, auch nicht rausschneiden. Verdammt. Egal. Da mache ich schwarzen Balken drüber. Sieht keiner. So, Honio ist jetzt auch Level 6. Spieler besiegt Tee-Naga. Der Tee-Naga, das ist so ein Ratte, die gerne Tee trinkt. Also isst. Was auch immer. Ja, der Egon. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben? Ja. Die Brennnesseln, das sind die Garantie wie Brennnesseln. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen will. Und gegen einen von denen muss ich kämpfen. Angenommen, ich gehe jetzt hier hoch. Und hier so hin. Obwohl, ja, ab hier sieht die mich natürlich. Gott. Warum schaust du mich so fasziniert an? Ich schau dich nicht fasziniert an. Och, noch so eine Göre. Friederike. Ja, Friederike. Du und deine zwei Pokémon. Oh Gott. Das sind ja nicht mal irgendwelche männlichen Pokémon oder irgendwelche Pokémon, die stark aussehen. Nein, das sind langweilige Pokémon. Die nichts können. Siehste, zack, Hälfte weg. Dann machst du halt einen Tackle. Und das bringt dir jetzt gar nichts. Dein Shiggy ist gleich Level 15. Nach dem Kampf. Wow. Hier hast du einen Blubber. Jetzt bist du tot. Fertig. Das war's. Hast du noch ein Pokémon? Was? Okay. Jetzt aber. Ja, mach doch Hochzug. Bringt dir jetzt auch nicht viel. So, ein paar Mal blubbern. Peng. Siehst du? Weg. Easy. So. Wer kommt als nächstes? Erstmal Level Up. Das ist wichtig. Nidoran. Ein weibliches Nidoran. Das ist wiederum cool. Da hole ich doch gleich mal mein Hornio raus. Los, Shiggy, komm zurück. Du bist dran, Hornio. Ja. So, dann kommt das weibliche Nidoran. Wird vergiftet, hoffentlich. Ja, ist mir egal, ob mein Angriff steigt oder nicht. Ich bin Level 6 Hornio. Was glaubst du wohl? Ich kann Giftstacheln. Das ist nicht sehr effektiv, okay. Jetzt kann ich wieder wechseln zu meinem Taubsi. Das ist jetzt meine Win-Strategie, mit dem ich jeden Kampf gewinne und noch meine Pokémon dabei level. Tackle, verdammt, das wollte ich gar nicht. Wie? Ich wurde vergiftet. Nein! Das ist nicht gut. Ich will nicht, dass mein Taubsi vergiftet ist. Ja, besser als mein Shiggy, wie letztens, aber trotzdem. So, Windstoß. Man bringt auch nicht viel. Mann. Das Gift ist auch nicht gerade was Tolles gerade. Ist auch schon so ein bisschen nervig. Ein Schlag. Ja, Taubsi wurde vom Gift verletzt, ich hab's verstanden. Ich glaube, das Taubsi wird es nicht überleben. Was aber eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, weil dann mein Dingens mehr Erfahrungspunkte bekommt, so potenziell, wenn ich schaffe, ihn jetzt mit meinem Hornio gleich zu besiegen. Das war doch mein Hornio, oder? Ich mein schon. Also, geht auch. Volltreffer geht auch. Dann lebt er zwar noch, steht aber jetzt gleich. Taubsi 63, zack, Hornio 63, zack, so, super, Herr Hornio ist Level 7, vielleicht eine neue Attacke? Nein, okay. 160 Cash bekomme ich. Hey, Hornio entwickelt sich. Wow. Hornio digitiert zu. Zu! Glückwunsch! Dein Hornio wurde zu Kukuna. Ja, Kukuna erlernt Härtner, die Attacke, die ich schon immer haben wollte.